Niemand da. Das ist wieder ein Saftladen. Hallo, willst du etwas bestellen? Komm, mach mir Martini. Hey, geht's noch? Hast du nicht Selbstbedienung? Schlechter Lohn wäre oder was? Schon recht. Menge hat er genommen. Was genommen? Du würdest doch nie erlauben, etwas aus deiner Bar rauszunehmen. Zwei haben wir gehabt. Wer schaut da? Romeo und Julia. Matti. Reto. Ude. Schuld mir gegen unsere Frühling. Ja, noch nicht. Hey, was ist denn mit euch beiden los? Frauen, exakt. Frauen ist gut. Da kommst du manchmal nicht mehr draus. Hey, nimm mal von allen Martini. Nein, lieber ein Whisky. Zell, hat sie dich zum Nest ausgeholt? Zum Nest ausgeholt? Hast du zufrieden, zuerst mal drin war. Matti! Lass mal, Matti. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp von Mal zu Mal. Jetzt nimmst du dein Melanie-Schätzchen am Händchen und führst es in die Suite. Und dort zeigst du dir mal so richtig, was durchgeht. Es gibt Frauen, die musst du ihrem Glück zwingen. Ja, oder das nicht mehr los. Ich muss da raus. Hey, Mel, tu dich jetzt auch. Gehen wir jetzt nicht in die Kino. Vergiss es! Oh, shit! Herzlichen Dank, Reto. Jetzt kann ich dir 10 Tage knallen, bis sie sich beruhigt. Hey. Jetzt lass dich mal fallen. Das bringt es doch nicht. Da kannst du grau werden, bis du mal landen kannst. Richtig landen, meine ich. Was du brauchst, ist mal wieder eine richtige Frau. So wie mit Vero zum Beispiel. Was wüsste ich denn? Schenk mir noch einen ein. Deine Leber will ja nicht sein. Yeah. Working overtime. 21 Stutz. Du weißt aber, wer zahlt. Täusche ich mich oder lass dich etwas ausnutzen? Du sag mal, geht sie etwas an? Schon gut. Hey, ich denke, das Mädchen ist gut im Haus, verstehst du? Und übrigens, ich zahle ihnen alles zurück. Mit Zins und Zinseszins. Aber eben. In Naturalien. Hey, gehen wir mal. Also, mir gefällt es eigentlich noch gut. Nach dem Mädchen? Ja, nach dem Mädchen. So. Aber ich gehe jetzt mal. Hey, nein, komm, bleib doch. Sauf doch noch eins. Nein, es reicht. Hey, ich lade dich ein, wenn du keinen Stutz mehr hast. Nein, muss jetzt wirklich. Muss mal schauen. Was schauen? Ich noch mal schauen. Ist Melanie? Das ist ja wirklich nur unsere. Hey, lame doch. Ich lame ja. Ich lame ja. Aber das ist doch wirklich lächerlich in dieser Nachricht. Für nichts und wieder nichts. Das Land, ey. Das ist doch keine Frau für einen, der nicht unbedingt vom Kloster träumt. Was der braucht, ist mal wieder so eine. So eine wie die Vero. Jetzt halt doch mal den Lazaretto. Die Melanie ist gar nicht so daneben, wenn sie weiss, was sie will. Klar, die Melanie ist okay. Ich habe ja etwas anderes gesagt. Was die braucht, ist nur einer, der genau so hinter dem Mond ist wie sie. Hey, ich hasse. Wir verkaufen sie mit dem Tino. Hey, du nicht fies. Was fies? Das wär's doch. So eine richtige Emmentaler Bauernromantik wie zu Gotthelf-Zeiten. Etwas so erotisch wie das Pausezeichen von Fernsehen DRS. Also, vorläufig ist der noch gesetzt. Fragt sich nur noch, wie lange. Ja, kann ja schon sein. So, komm jetzt, Reto. Trink aus, ich will mal heim. Ciao zusammen. Kann ich einen Gin haben? Ist etwas? Nein, nein. Wir haben hier noch nie gesehen. So geht es bei jedem, der das erste Mal kommt. Ich bin hier wie ein kleines Tor. Übrigens, ich bin Vero. Sascha. Sascha, wie die Baby. Ich bin Ein Sascha-Baby. Sorry, ich bin nicht selber da. Das ist doch wunderbar! Das feine Gesicht! Das Gruselkörper!
Das richtige Sascha-Baby. Komm, Sascha-Baby. Ich will sämtliche Baby von dieser Welt. Reto, lass ihn in Ruhe. Wieso? Die machen doch gar nichts. Prost, Sascha-Baby. Er meint es ja nicht böse. Habe ich noch einen haben? Du, woher kommst du eigentlich? Wohnst du schon lange da? Schenk mir noch einen ein. Ich meinte, ich wollte jetzt gehen. Gib mir noch einen. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Nein, eben. Das ist mir irgendwie crazy vorgekommen. Irgendwie muss sich da jeder selber durchmischen. Da ist niemand, der für einen schaut und entscheidet. Das muss jeder selber. Und dann zeigt sich eben jeder so, wie er wirklich ist. Ohne Maske. Fast wie ein Tier. Verstehst du, was ich meine? Ja. Vorher hat es mir total gut an. Einmal zu spüren, dass man selber auch jemand ist. Selber zu sich muss schauen. Und das auch kann. Hey, das ist wie ein neues Leben. Das kann ich mir gut vorstellen. Prost! Sascha Baby! Gesundheit. Das Gefühl kenne ich ja von mir. Aber es kann ihm dann noch heavy einfahren, wenn jemand da ist, der ihm hilft. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Dino und Emanuel. Hallo, hallo. Und du bist der? Sascha. Sascha? Schön, dass du es gesagt hast. Dino, mein lieber André. Jetzt haben wir gut von dir geredet. Dino, weißt du was? Wir haben eine Frau gefunden für dich. So? Sag dem Onkel Reto schön merci. Trink die Martini und bist still. Und Dino, weißt du wen? Hä? Die Melanie. Scheint ihm immer gut zu gehen. Du, kann ich das Plakat aufmachen? Zeig mal. Du, Emanuel, weiss nicht. Findest du das gut? Ja, das ist schon ein heisses Poster. Ja, aber das ist doch hier eine Bar und in den Schülertreffen. Junge Kirche oder so. Was hat das jetzt mit dem zu tun? Ja, weiss nicht, dann kommst du mir nächste Woche mit einem anderen Plakat. Und nächste Woche mit einer Stop-AIDS-Reklame. Hallo, wie geht's? Das wäre gar nicht das Dümmste. Es geht uns auch alle etwas an. Jetzt hör doch auf. Mit dem Scheissdreck, mit dem muss ich nichts zu tun haben. Das kannst du hier nicht auslesen. Also wenn ihr hier so ein doofes Stop-Base-Plakat aufhängt, dann könnt ihr mir auch so zeichnen da innen. Das ist doch alles verdammte Panikmacherei. Das geht doch der Reto nicht an. Was hast du jetzt auch noch an? Sascha Bär. Hast du echt das Gefühl, sie alles noch erfunden, oder was? Nein, natürlich nicht. Aber es betrifft ja eh nur die Schwulen. No, Reto. Das ist doch wahr. Du siehst doch hier neu mit einem Schwulen. Reto, komm mit. Ja, zwar. Bei dir bin ich mir noch nicht so sicher. Sascha Baby. Arschloch. Das ist ja gut. Das war nur ein Witz. Bist du morgen noch wieder da? Wenn ich etwas merke, ich es nicht. Hä? Sascha Baby! Wenn du etwas merke, ich es nicht! Spinnst du mich los? Wenn du merkst nicht, bin ich blind oder was? Reto, warte! Stelli! Sag jetzt, bin ich blind, Sascha Baby! Ich bin ich nicht, aber besoffen! Ist überhaupt los? Was los ist, was du willst? Hör auf! Ich merke es nicht, meine Frau Grabschisch! Du spinnst wirklich, wir haben nur zusammen geredet! Jetzt geh mit Anastasia ins Nest, gell? Jetzt hör aber auf, es ist ja gar nichts gelaufen! Oh, schwule Sau! Reto! Hey, Sascha. Sascha, geht's? Ich weiss auch nicht, was mit dem Reto los ist. Der war nicht gängig so. Manchmal habe ich richtig Angst vor ihm. Was du nicht sagst. Wenn er besoffen ist, ist er total eifersüchtig. Es reicht schon, wenn ich nur mit einem anderen rede. Das habe ich auch gemerkt. Komm ehrlich, Sascha, er war nicht gängig so. Nur wenn er. Nur wenn er Angst hat. Dann. Zu mir, hey.
Anastasia, bereust du es jetzt? Nein. Aber es geht davor. So schlimm? Ich bin noch nie Nacht nicht heimgekommen. Aber ich habe dich doch mal gefragt. Ja, ich weiss schon, du kannst nichts dafür. Das ist mein Bier. Aber es war mir so wohl, dass ich nicht mehr heimgehen konnte. Sascha, du kannst gut zuhören. Es können nicht viel. Der Reto... Sorry, wenn ich frage. Aber... Was bringt sie mit dem Reto? Ich weiß auch nicht recht. Ich hatte irgendwie genug von Gimmer, Gartengrill, tiefen Gesprächen über das Wetter. Von Vater Chauffeur, der mich immer in neue Städte und Länder, immer neue Schulen fährt. Diplomatentöchterli, ich weiss. Aber der Reto, seine Glicke, ist ganz eine andere Welt. Irgendwie lebt es. Wenigstens läuft etwas. Nein, Sascha. Ich bereue es nicht, dass ich da war, auch wenn es jetzt ein Drama gibt. Sascha? Weißt du noch, was der Reto gestern angehängt hat? Schwule Sau. Aber ich muss sagen, von dem habe ich gar nichts gemerkt. Schön war es mit dir. So fein. Was ist jetzt los? Habe ich etwas Doofes gesagt? Anastasia. Es war gestern das erste Mal, dass ich mit einer Frau geschlafen habe. Ich muss es auch nicht den Blick erzählen, ich hasse das Getratschen. Anastasia. Es ist ja so. Ich bin wirklich schwul. Du, Emanuel, wenn der Reto fragt, gell, vor gestern Nacht war ich bei dir. So? Bitte, ich sitze ein bisschen in der Klemme. Findest du das der Hit? Ich meine, mal anfängst mit diesen Games. Ich weiss schon, aber ich muss. Der Reto ist schon so total Dilli oben. Ich weiss ja nicht, vielleicht hat er ja recht. Emanuel, bitte. Ja, ja, ist ja gut, ich verrate dich nicht. Du, Anastasia. Gell, dir geht's gar nicht gut. Hörst du jetzt schon von mir, willst, dass ich dir helfe? Kannst du wenigstens sagen, um was es geht? Hast du etwas schlechtes Gewissen wegen Reto? Nein, um das geht's nicht. Okay. Aber bitte behalte es für dich, gell? Ich war gestern mit Sascha und ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber es ist dann einfach passiert. Ich bin sonst nicht so. Aber im Moment habe ich Mühe mit dem Reto. Er ist so hart, so nicht zärtlich. Er lässt mir auch nicht zu, ich interessiere ihn gar nicht richtig. Aber der Sascha ist so ganz anders. Irgendwie hat es uns beiden nicht total gut an. Ja, wo ist jetzt denn dein Problem? Wenn man dich so gehört schwärmen. Der Sascha ist schwul. Hä? Der Sascha ist schwul. Er hat mir selber gesagt. Verstehst du, Emanuel? Ich war seine erste Frau. Emanuel, vielleicht hat er AIDS. Vielleicht habe ich jetzt AIDS. Du spinnst ja. Hey, mich kann ja nie wissen. Ja, so Schiss. Hast du seitdem mit dem Reto geschlafen? Ja, gestern. Und? Macht ihr selber mit dem Paris? Dann kannst du den Reto jagen. Anastasia, ich will jetzt echt keinen auf Panik machen. Aber es wäre wirklich besser, die würdet. Auch bis du sicher bist, dass du nichts aufgelesen hast. Du, Vero. Habe ich schon mal gesagt, dass du die schönste Frau bist, die ich gesehen habe?
Ich habe schon gemerkt, dass du mich durch den Tag starrst. Nein, ehrlich. Du gefällst mir wirklich. Du willst ein Foto. Wieso glaubst du mir nicht? Mir dünkt. Du siehst wirklich gut aus. Bitte, Matti. Hör mir auf. Was ist los mit dir? Gell? Dir geht's heute nicht so gut. Ich spüre das. Nein, mir geht's blendend. Wie du daher bist, kam, mit mir zu pausen. Wie soll es recht sein? Ich kann es auch gerade brauchen. Mach ich ja. Mässig. Aber vielleicht kann er ja trotzdem dienen. Tu dir nur keinen Zwang an. Ich kann verzichten. Komisch. So machst du mich gleich eins. Vorsicht! Ich bin ein Jink. Habe ich gesagt, ich will mit dir alt werden? Lass mich los. Tu doch nicht so. Warum? Mit allen anderen machst du es immer wohl. Bist du noch zufrieden bei dir? Findest du? Das hat mir jetzt noch keiner gesehen. Du bist also die Erste, die hier ist. Dass du nicht erzählst. Sicher. Es ist nicht gut. Ich kann nicht reden. Was ist dein Wunsch? Hey, was ist los? Reto, ich will, dass wir einen Pariser nehmen. Ein Pariser? Spinnst du? Das ist etwas ganz Neues. Ich will, dass wir einen Pariser nehmen, sonst schlafe ich nicht mit dir. Ja, aber was soll das? Du nimmst doch Pillen. Reto, ich habe gesagt, entweder mit Pariser oder... Vergiss es. Wegen AIDS. Wir sollten aufpassen. Wir können nicht wissen, ob jemand von AIDS. Uns... AIDS! AIDS machst du aber auf Panik. Woher sollten wir AIDS haben? Komm, hör doch auf mit dem Theater. Nein, Reto. Ich habe gesagt, entweder... Vergiss es. Hast du aber das Gefühl, ich mit einer Schule pennt, oder was? Nein, aber vielleicht ich. Du spinnst aber total. Gott, vertell ich Reto, es ist wahr. Was ist jetzt los? Nichts. Dino. Willst du, dass wir zusammen schlafen? Müssen wir jetzt so pressieren? Nein. Hast du Angst davon? Ein bisschen. Ich habe noch nie mit dem. Oder mit dem Matti. Ah. Ich wollte noch nicht. Das ist ja gut. Wir lassen uns Zeit. Ich kann dir noch etwas verraten. Es war schön wie noch nie. Das ist aber nicht wahr. Es hat gefickt wie noch nie. Woher willst du so einen Schwulen kennen? Das ist doch ein Witz, gell? Nein, Reto. Das ist kein Witz. Wer ist das? Hör auf, wer ist Reto! Wieso ist das? Hör auf! Wer? Der Sascha! Den bringe ich um, den sich. Du machst mir Angst. Halt, du hast ihn umbringen! Spiel wieder mal! Reto, lass mal halt! Sieh, Junge, so! Jetzt beruhig dich mal, was ist überhaupt los? Sieh, mit der Nastasia pennt! Leck mir, ist das wahr? Was mir Vero erzählt hat, bist du ja dort durch ein absolutes Engel. Der Nastasia! Aber wegen dem kannst du ihn doch nicht einfach umbringen. Ist das wahr, Sascha? Hast du wirklich mit der Nastasia? Was hast du jetzt von mir? Soll ich mich auch vor allem dafür entschuldigen? Gut. Es tut mir leid. Weil ich auch gar nicht will. Halt der Latz! Ich weiss, dass du wirklich schwul bist. Ein kleiner, dreckiger Schwule. Hör auf, Reto. Das stimmt doch gar nicht. Der Sascha ist wirklich ganz fein. So? Kannst du Nastasia fragen, ob du es nicht glaubst? Die weiss es. Oh shit. Nastasia hätte es wirklich müssen sein. Sascha, vielleicht ist es gut, ist es jetzt draußen. Das kann man ja nicht ewig verstecken. Ich sag mal, ist das wahr? Schwul? Ich glaube es ja nicht. Randvoll mit AIDS vermutlich. Und so einen grabst du meine Frau. Aber ehrlich, Sascha, das findest du auch ein bisschen unfair, Vater. Könntest du es auch umbringen? Aber das ist nicht wirklich AIDS, oder? Jetzt hör doch einmal auf. Also bei Homosexuellen ist die Gefahr schon gross. Das... Schwule Sau! Spinnst, schlag ihn doch noch gerade zu Tod! Emanuel, nein! Läng ihn nicht an! Du weißt ja nicht, das Blut! Vielleicht hat er ja Wirklichkeit! Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht mehr mal. Sascha, es hat doch nichts gebracht.
Immer verstecken. Immer lügen, dass man ja nichts merkt. Ich ertrage das einfach nicht. Ich habe die Fußsäule gesehen, als ich auch daheim gewohnt habe. Mein Bär ist Beizer auf dem Land. Das ganze Dorf ist meine Sie und Aus. Jetzt stell dir mal vor, ein schwuler Sohn. Eines Tages ist das rausgekommen. Ich hatte einen Freund gehabt, der Andi. Wir waren so verliebt, dass wir gemeint haben, uns können immer etwas leid tun. Im Schwimmbad haben wir geschmuset miteinander. Ganz offen, das haben sie alle sehen können. Da ist es losgegangen. Nicht, dass man uns beschimpft hat. Nein, nein. Man ist ja schliesslich up to date. Nicht Provinz. Ganz nach von Stadt. Das ganze Dorf. Und nicht einer hat etwas gegen Schwule gehabt. Nicht einer. Aber gerettet ist worden. Klatsch, Brücht, ich werde zahlt für meine Dienste und so weiter jetzt geheissen. Eines Tages kommt mein Vater zu mir. Hat das Gespräch nicht. Unter vier Augen. Von Mann zu Mann hat er dem gesagt. Und er hat mir keine Vorwürfe gemacht. Über die Beziehung von mir und Mendo hat er gar nicht geschnurrt. Aber komisch. Plötzlich hat er angefangen davon. Wie wichtig es für einen jungen Gil sei, etwas von der Welt zu sehen. Ein Jahr ins Ausland oder so. Verstehst du? Ganz freundlich. Ganz höflich hat er mich davon gejagt. Ich bin auf Bern. Und der Andi? Genf, glaube ich. Dann ist er mal gerade eine Zeit lang ab in die Staaten. Nein, Manuel. Das schaffe ich nicht mehr nochmal. Ich glaube, auch hier muss ich verreisen. Klar, der Reto ist aber nicht. Der Reto ist mir gleich. Mit dem komme ich zu schlagen. Aber all die anderen, die vordurch freundlich tun, die hinterdurch eine Angst haben vor diesem Schwulen, diesem Seuchenherd. Sascha, hast du den Reiztest gemacht? Jetzt fährst du auch noch. Nein, los, ich habe nur eine Idee. Hast du einen gemacht? Nein. Ja, gleich ein Schiss. Sascha, ich glaube, ich weiß die Lösung, aber du musst einen machen. Shit, das auch noch. Ehrlich, das wäre die Lösung. Sascha, bitte mach den Test. Dann nehme ich halt den Mansarden. Du und der Mansarde. Es kann dir ja gleich sein. Hauptsache, ich wohne nicht mehr bei dir. Wie sagst du dein Bär? Du einst muss ja selbstständig werden. Jo, kann ich Jenna? Ja. Dein schmeckt es plötzlich so komisch. Mensch, hier gibt es Schwule. Hallo, du Süße. Wie wär's mit uns beiden? Merci, heute nicht. Und dann wieder. Nein, sorry. Es war nur ein Witz. Deut noch nur keinen Zwang an. Vielleicht lacht ihr ja nicht mehr lang. Wenn ich noch etwas sagen. Nein. Du musst mir doch nicht etwa einen Heiratsantrag machen. Du, sorry. Aber ist das nicht so? Halt jetzt mal den Laden und lass ihm zu. Ich denke, das geht euch auch etwas an. Ich weiss auch nicht, wer mit wem und so. Ich habe den Reiztest gemacht. Der Manuel hat mich überschnurrt. Und ich denke, das würde mich etwas beruhigen. Es ist aber so. Ich bin positiv. Nein. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott, verdammt sie doch mal! Sag dir eins, Anastasia, bis ruhig. Du bist schuld. Gehst du mit einer Schwule draus, wängst du es mehr an. Hör auf. Ich mach nicht mehr. Wenn der positiv ist, betrifft es mich auch. Was? Du, der Reto? Moment mal. Soll es jemand heissen, du hast auch? Hurensich. Ja, die betrifft es auch. Lass mich allein mit ihm. Ich brauche euch nicht. Keines von euren Gesichtern hat je eine Rolle gespielt. Mein Leben lang habe ich Köpfe vertauscht. Und es hat nie eine Rolle gespielt. Ich habe nicht gewusst, warum. Aber jetzt weiss ich es. Das ist mein Traum, nicht euer. Es war immer der gleiche. Vater Chauffeur und die schwarze Limousine. Ich
gehe in die Schule. In welchem Land? In welcher Stadt? Ich weiß es auch nicht. Und plötzlich wird es mir klar. Wir fahren ganz an einen anderen Ort her. Vater ist Chauffeur. Ich sehe nur sie Ecke und wollte ihn fragen. Woher fahren wir? Er dreht sich um und hat kein Gesicht. Wir fahren in ein Tunnel. Immer die gleiche Traum, seit ich ein Kind war. Aber jetzt weiss ich, wer am Steuer sitzt. Wer am Steuer sitzt. Zu kennen. Ich wollte ihn gerne fragen, woher fahren wir? Was ist im Tunnel? Aber ich weiss jetzt, ich muss es nicht wissen. Er fährt und er weiss, woher. Ja, los! Schieß doch, Kopfteli! Immer die gleiche Traum. Nein, es hat keine Chance und der drückt nicht ab. Schwarze Limousine und Vater Chauffeur. Sie sitzen hinten in und gehen in die Schule. Nein, jetzt musst du aber! In welchem Land, in welcher Stadt? Siehst du denn nicht, dass der frei steht? Hat er das schon erzählt, Reto? Er dreht sich um. Schau doch hinter dir! Er dreht sich um und hat kein Gesicht. Shit, jetzt hast du ihn verloren. Hol ihn zurück! Verstehst du, Reto? Ja, verhacken! Verhacken den Sieg! Das ging gewusst. Aha, so ist recht. Ich frage nicht, wo wir hergehen. Das tut weh. Gell, das tut weh? Nein, ich frage nicht. Nein, was ist jetzt los? Ich muss nicht wissen. Voll auf den Ball! Auf den Ball, du Arsch! Reto, wir haben jetzt! Mal ganze Mensch, hast du wirklich mit dem Reto? Bitte nicht schon wieder. Sollst du wirklich wissen? Du hast mich nur schon 100 Mal gefragt. Mach doch den Test, dann weisst du es gut auf sicher. Aber du musst doch verstehen, ich will doch nicht sterben. Meinst du ich? Und vergiss nicht, wir sind im gleichen Fall. Alles nur wegen Sascha, das ist doch Wahnsinn. Ein einziger unvernünftig handelt auf 5 Krepieren dran, wenn nicht noch mehr. Jetzt hast du ja Pech gehabt. Hättest du dir für das erste Mal eine andere müssen suchen und nicht gerade mich. Du hast mich ja schliesslich zu dir eingeladen. Warum eigentlich? Weil du mir gefallen hast. Und weil ich Bedauern hatte mit dir. Einer, der so blöpft und man merkt, dass nichts, aber auch gar nichts dahinter ist. Aber eine Schule mit einer Frau, das ist doch pervers. Betrifft dich das alles eigentlich überhaupt nicht? Eins? Was ist das schon? Ein bisschen krepieren, gerne, aber bitte erst nach dem Morgen. Ich vertrage es so schlecht auf nüchtern im Magen. Matti, wenn du dich mal nicht nur für einen eigenen Bauchnabel interessieren würdest, dann könntest du mich zum Beispiel fragen, warum ich den Test auch noch nicht gemacht habe. Weil ich Schiss habe. Gott verdammt, ich habe Angst. Was ist los? Bist du verrückt? Hey, Tino, du hast doch gesagt, wir wollen uns Zeit lassen. Langsam zweifle ich daran, ob du jemals so weit kommst. Muss man dann gerade sofort miteinander ins Bett gehen? Sofort ist gut. Für mich ist das ein grosser Schritt. Da muss alles stimmen. Ja, was stimmt jetzt noch nicht? Hast du nicht genug Vertrauen zu mir? Vertrauen? Das ist so etwas anderes. Hat es gar nicht mit uns zu tun. Woher soll ich wissen, ob du nicht... Ob ich was nicht? Ob ich was nicht, Melanie? Ob ich nicht auch eins habe, Mensch? Melanie, das bringt doch nichts in Panik. Ja, aber gut, wir können den Test machen. Komm, wir können gehen. Was ist jetzt? Willst du nicht? Das verstehe ich nicht. Entweder hast du Angst, dass wir es aufgelesen haben, und dann machen wir den Test. Oder... Nein. Was nein? Das ist doch nicht logisch. Melanie, gell? Irgendwie ist es noch ganz gäbig, die eine Sache. Es nimmt die Entscheidung ab, den Schritt zu machen, über die Schatten zu kumpeln. Nein. Bist du froh, gell? Nein. Ja, dachte, ich komme mal vorbei. Schön. Man sieht dich so niemand. Ja, ich wollte nur fragen, was dir echt so geht. Ja, merci. Mir geht's gut. Sicher? Nein, ehrlich. Mir geht's gut. Sorry, aber das kann ich so recht glauben. Tino, du hast mich gefragt, ob es mir gut geht. Und ich habe ja gesagt. Was ist denn da das Problem? Sascha, du kannst doch ehrlich sein zu mir. Nein, los, mir ist doch völlig klar, dass das jetzt nicht leicht ist für dich. Du musst doch von mir keine Show abziehen. Tino, das ist ja lieb von dir, aber... Mit dir stimmt doch etwas nicht. Das soll bei mir nicht stimmen. Ich sehe das doch an. Etwas ist doch los. Ja, du warst schon besser in Form gewesen. Wisst ihr, wo der Tino jetzt gerade ist? Beim Sascha. Er ist den Sascha besuchen. Das ist doch schön von ihm.
Manuel, der Sascha hat doch AIDS. Du musst halt dort bremsen, Melanie. Der Dino ist wahrscheinlich der Einzige, der noch etwas menschlich ist. Der noch weiss, dass man füreinander Verantwortung hat. Verantwortung? Wenn ich das schon nur höre. Ja, wegen diesen verantwortungsvollen Leuten wie dir und Dino sind bis zum Schluss noch alle angesteckt. Du doch nicht blöd! Du gar nicht blöd. Ich wollte einfach kein AIDS. Was soll denn mit dem Sascha passieren? Willst du ihn lebendig begraben oder was? Du vergrabst dich da in deinen vier Wänden. So wie ist er depressiv? Dino, ehrlich. Ich bin total nicht deprimiert. So, warum zeigst du denn nie mehr? Komm, du doch nicht so naiv. Mensch, der hat eine Freude. Jetzt, wo alle Angst haben. Wo ich allem soll die Schuld sein. Ja, jetzt haben sie eben Panik, aber das sehen wir auch nicht alle so. Nein. Wer denn ich? Ein paar. Der Manuel zum Beispiel. Okay, der Manuel. Die Melanie. Die Melanie? Ja. Ich habe mit ihr geredet, hat sie mir gut gefunden, sie mal vorbeikommen. Und du? Hast du keine Angst vor mir? Dass ich dich anstecken könnte? Nein, sicher nicht. Warum kommst du nicht ein bisschen näher? Übertreib doch nicht so. Ich übertreibe wirklich nicht. Aber stell dir doch mal vor, was alles passieren kann. Erzähl, da bin ich aber gespannt. Ihr wisst ja, dass der Sascha schwul ist. Wenn er jetzt auf den Dino abfährt... Hey, geht's noch? Oh nein, ich hab Angst, dass Sascha den Dino vergewaltigen. Das nicht. Aber vielleicht hört doch auf, das glaubst du selber nicht. Und jetzt? Hast du noch keine Angst vor mir, dass ich dich angesteckt habe? Vielleicht ist jetzt auch du jetzt. Sorry, gell? Sag mal, spinnst du eigentlich? Ich bin daher gekommen, mit dir zu schnurren, weil es dir nicht gut geht. Dino, mir geht's gut. Verdammt schlecht geht's, würdest du auch nicht so oben nehmen. Oh, ja, stimmt. Mir geht's ja so schlecht, Dino. Hör doch auf, ich sehe mir nicht so weit. Nein, es ist wahr, Dino. Oh, du hast mir die Augen aufgetan. Merci vielmal, Dino. Ich bin gekommen, dir zu helfen. Ich lasse mich doch verarschen. Jetzt geht's mir, glaube ich, wirklich schlecht. Hey, Anastasia. Anastasia nicht. Was ist los? Immer der gleiche Traum, seit ich ein Kind war. Du kannst doch gar nicht wissen, ob du... Er ist gekommen für mich. Jetzt mach doch zuerst mal den Test. Er ist gekommen für mich, ich weiss es. Anastasia, jetzt lass mal gut zu. Ich kann dir zwar nicht sagen, wieso, aber ich weiss, dass alles wieder gut kommt. Es gibt eine Lösung, ich weiss es. Tu dich doch nicht in etwas hineinsteigen. Es gibt eine Lösung. Emanuel, es nützt nichts. Hast du gehört? Ich weiss es. Er ist gekommen für mich. Anastasia! Anastasia! Ich glaube, jetzt müssen wir bremsen. Wieso? Es läuft doch blendend. Schon, aber wir spielen langsam mit dem Feuer. Es gibt ein paar, die sich kurz vor dem durchfallen. Ich finde es herzig, wie sie strampeln. Sascha, ich will nicht über Leichen gehen. Hey, du musst aber aufhören, Manuel. Das Ganze war doch deine Idee gewesen. Dass sie gerade so eingeschlagen hat, umso besser. Ich finde es schade, jetzt alles wieder abzublasen. Ich will zuerst noch ein bisschen schauen, was passiert. Du machst mir Angst. Ich glaube, du hast Blut geleckt. Du hättest Anastasia sehen sollen. Die ist in einem Zustand. Also mir ist das nicht ganz gehört. Das tut mir ja leid. Aber trotzdem. Schließlich hat sie mich ja verpfiffen. Also wenn das alles um eine kindische Racheaktion geht. Auf welcher Seite bist du eigentlich? Das weißt du ganz genau. Ich bin schon gern zu dir gestanden. Aber Anastasia, die Frau, die fährt an verspinnen. Wir können das einfach... Du hast ihr noch nichts gesagt. Du hast ihr noch nichts verraten. Nein. Emanuel. Du darfst ihr ja nichts sagen. Du weißt, dass Anastasia zu Monika enthalten. Wir müssen bremsen mit dem Spiel. Schau, die ganze Idee ist doch darum gegangen. Sie haben die alle in die Ecke gedrängt. Sie sind auf die los. Eine Schule, der perfekte Sündenbock. Einigkeit macht stark. Sogar der Matti, der Reto noch nie ausstehen konnte. Plötzlich sind sie auf dem gleichen Dampfer. Und Melanie. Argumente haben sie ja keines gehabt, bis eben auf das. AIDS. Wunderbar. Ein Seuch, der ihm alle Vor- und Leid bestätigen. Und du? Du bist der Sündenbock, der uns vielleicht alle ansteckt. Das ist allen so gelegen gekommen. Darum meine Idee. Schlimmen sie mit eigenen Waffen. Sie wollen in diesem Ecke. Bitte, da haben sie dich. Aber Sascha, verstehst du? Das hat alles nur eine kleine Lehre sein sollen. Schauen, ob sie gegen noch einig tun, weil alle voreinander Angst haben müssen.
Die Lektion hat sie jetzt, glaube ich, bekommen. Ich habe das Gefühl, es hat ihnen gut getan. Aber jetzt längt es. Alles weitere wäre Sadismus. Vielleicht hast du ja schon recht. Aber mir reut es einfach ein bisschen. Sascha, wir müssen bremsen mit diesem Spiel. Ist das ja nicht da? Aber du siehst nicht. Hat er sie nie gesehen? Nein, wieso? Was ist los mit dir? Wie ist denn die? Vielleicht ist sie ein bisschen laufen. Die ganze Nacht? Ah, so. Wieder mal eine Nacht draussen. Das ist jetzt das zweite Mal. Dann musst du vielleicht bei Sascha suchen. Sicher nicht. Das macht die sicher nicht nochmal. Wer weiss, wo die Liebe hinfällt. Alter Latz! Hast du das Gefühl, die sind noch einmal mit Sascha? Nimm es locker. Mehr als anstecken kann sie sich ja nicht mehr. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Oh, gut, dass du kommst. Karina. Ist Nastasia letzte Nacht bei dir gewesen? Nastasia? Ich glaube, eingeschlagen ist nur etwas klein. Und du, hat sie dir etwas gesagt? Hey, Reto, so kennen die ja gar nicht. Das ist ja herzig. Kann ich mal für euch kommen? Mama, danke. Schnell, so, gibt's etwas anderes? Sascha hat noch etwas zu erzählen. Ja, Mami. Oh, super. Gibt's noch mal eine Überraschung? Allerdings, aber das noch etwas bessere. Ah ja? Weißt du gerade, wie lange wir noch das Leben haben? Schweige doch einmal. Ich vermisse meine Freundin. Also, Sascha, bring dein Versli. Ich habe sie gestern Abend. Wie ich schon gesagt habe. Ja. Ich habe den AIDS-Test gemacht. Das ist Bestätigung. Oh, super. Jetzt bekommen wir es noch schriftlich. Aber wie du drauf kannst lesen? Er ist negativ. Ich habe gar keine AIDS. Ätsch. Reingekehrt. Das gibt es ja nicht. Was soll das heissen? Der hat das alles erfunden. Genau, das soll es heissen. Du soll sich! Moment mal! Das Ganze war meine Idee. Aber warum? Das könnt ihr doch einfach nicht machen. Das ist doch einfach ungemein! Ich habe das Gefühl, das hat noch ganz gut getan. Das spinnt ja. Das könnt ihr doch einfach nicht machen. Komm, reg dich ab, Matti. Jetzt ist ja alles gut. Und gerade dir, Matti, hat es besonders gut getan. Anastasia. Sie hat sie gefunden. Sie hat es umgebracht. Also auf das Thema AIDS sind wir eigentlich aus zwei Gründen gekommen. Der erste war sicher mal der, wir mussten ein Stück finden, wo möglichst viele Leute mitspielen können und die einigermaßen gleichmässig grosse Rolle haben. Und der zweite Grund war der, dass wir im letzten Sommer, also beziehungsweise im Sommer 1990, einige recht strube Partys hatten. Und zwar, es ist dann einfach so gegangen, also Freundinnen und Freunde und so weiter, das hat sich einfach wirklich, das hat wild gewechselt. Und plötzlich haben wir uns überlegt, was wir da machen. Das ist also schon ziemlich heiß. Und dann haben wir uns so mal überlegt, die ganzen Plakatwände oder die AIDS-Präventivkampagne drauf sind. Das ist zwar da, aber man nimmt es kaum mehr zur Kenntnis. Es ist einfach etwas, was im Raum steht und was man davon weiss, aber man denkt, am besten geschieht er nicht dran. Und darum haben wir gefunden, das wäre eigentlich eine Gelegenheit, nicht für die Leute wach zu rütteln, weil das sollte sie an sich schon sein. Aber einfach mal zum zeigen, dass uns die ganze AIDS-Problematik sicher nicht gleichgültig ist, sondern dass man eben aus dem in Form von einem Theaterstück etwas könnte vermitteln. Also ich glaube, ich bin einer von denen, der für mich das Thema AIDS nicht unbedingt so im Vordergrund ist gestanden. Auch weil ich den Sommer 90 nicht erlebt habe. Also in dem Sinn, wie er es hat erzählt. Und irgendwie ist dann noch, ich bin gerade frisch von Schule gekommen und dann überall hat man nur AIDS gehört. Da AIDS-Aufklärungskampagne, einfach alles so. Und das hatte ich am Anfang auch eine Antipathie gegenüber diesem Thema. Ich muss sagen, man hat es nicht persönlich betroffen, richtig. Aber ja, man hat sich schon Gedanken darüber machen. Und wir sind endlich entschlossen, wirklich etwas über AIDS zu machen. Also es war zum Teil wie ein Fieber. Wir sind
in Bern in der Beine gesessen und hat jeder noch etwas gewusst zu erzählen und denkt, ja, das muss man noch rein und das muss man noch rein tun. Haben wir mal so eine grobe Idee gehabt und sind zu Markus, unserem Regisseur, gegangen, das dem vorschlagen. Das war zwar im ersten Moment nicht so begeistert, weil er das Gefühl hatte, das Thema sei für unsere Gruppe ein bisschen zu schwer, dort etwas daraus zu machen und so. Wir haben dann auf unsere Idee gepocht und gesagt, ja, wir wollen das wirklich durchziehen. Und hatten dann auch noch das Glück gehabt, dass der Daniel Brückenmann, der Liedermacher, gerade Bock hatte, etwas so zu machen und das Thema mal anzuschauen, was man daraus herausholen kann. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden. Also am Anfang, wo das Stück gestanden war und wo es daran ging, dass man das Trauen lernen muss, da habe ich eigentlich mich total mit dem Text auseinandergesetzt. Also, mir war es noch unbewusst, was wir hier überhaupt aufführen. Ich habe mich mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt. Aber so gegen Schluss, was näher auf die Premiere zu ist, ist eigentlich mehr das Spielen selber in den Vordergrund gerückt. Ich hatte mehr also zu tun gehabt, also wegen dem Spielen, also an mir zu arbeiten. Und da ist das Thema selber näher in den Hintergrund gerutscht. Also, ich habe mich viele Gedanken darüber gemacht. Und zuerst habe ich das, jetzt, ja, dass ich könnte auch betroffen sein und so, aber gar nie realistisch daran gedacht. Nachher habe ich mir mal so Gedanken darüber gemacht und mir mal überlegt, wie wäre es, wenn ich wirklich mal betroffen wäre. Und nachher durch die Rolle Veronika und so, habe ich mir das noch gut vorstellen, bis zu einem gewissen Punkt. Bis zum Punkt, wo mir dann die Veronika unsympathisch geworden ist. Die Veronika, ich habe die einfach nicht mehr verstanden. Ich habe einfach die Handlung, die sie hat, also die Rolle, die sie hatte im Stück, ich konnte mich nicht mehr drinnen identifizieren. Und dann hatte ich Mühe, konnte ich es nicht mehr spüren. Also mit dem Thema AIDS habe ich mich eigentlich erst, also eigentlich richtig befasst am Anfang, aber dann mit dem Laufe der Zeit, um ein Stück probiert haben, hat man das einfach mehr, ja, also habe ich es mehr verdrängt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ja nicht gerne einfach davor reden, das ist schlimm, sonst könnte man sich sofort umbringen, weil es gibt auch andere schlimme Sachen auch noch, also Umweltzerstörung und so. Also meine Rolle hat mir von dem her auch noch Mühe gemacht, dass ich mich mit dem auseinandersetzen musste, dass ich zu dem stehe, wo eigentlich AIDS positiv ist und gleichzeitig auch gerne mit den anderen zusammen bin und dass ich dann nicht einfach abgestempelt werde, wenn ich mit dem verkehre. Also, dass ich eigentlich zu dem stehe, dass ich ihm meine Freundschaft anbiete und dass das nicht einfach auch so abgestempelt wird, dass ich dann auch AIDS habe, auch positiv bin. Und das habe ich noch echt schwer gefunden. Aber es war interessant, sich dann zu überlegen, wie das dann im wirklichen Leben ist. Also, wenn es nicht Theater ist, was man dann macht, ob man dann zu dem AIDS-Kranken steht, dass man mit dem auch noch zusammen ist oder ob man einfach sagt, nein, der hat AIDS, der wird abgestoßen.